Ein herzliches Willkommen bei uns im Spray-TV-Studio. An meiner Seite wieder Armin Wolf. Armin, heute ganz bewegender Tag hier in der Regensburger Donau-Arena, der Fuck Cancer Day, der wurde hier eingeführt und ist ganz ein besonderer Tag, wie eben angesprochen. Erzähl uns noch ein bisschen was dazu. Ja, hallo zusammen. Fuck Cancer Day, was bedeutet das hier in Regensburg? Es bedeutet, dass viele Kinder, die an Krebs erkrankt sind, die schwer krank waren, heute eingeladen sind, so grundsätzlich mal. Aber einige Kinder haben eine besondere Aufgabe. Ein Kind wird die Regensburger Mannschaftsaufstellung vorlesen, ein Kind wird die Aufstellung der Bayreuther vorlesen. Wir haben ein Bulli-Kind, wir haben ein Kind, das Co-Trainer sein wird in der Pressekonferenz, da dürft ihr euch drauf freuen. Und wir haben hier in Regensburg zwei neue Spieler verpflichtet. Keine Angst, liebe Bayreuther-Fans, keine Granaten, sondern eben auch zwei Kinder, die krank waren. Die haben heute einen Arbeitsvertrag bekommen, alles abgesprochen mit der DEL2-Führung und die werden dann am Anfang als Spieler mit der Nummer 70 und mit der Nummer 80 auflaufen. Was bedeutet das Ganze für den Standort Regensburg? Man will das Sozialprojekt der Eisbären Regensburg Arena der Träume stärken. Dafür wird heute Geld gesammelt und wenn ich richtig informiert bin, sind jetzt schon 12.000 Euro zusammengekommen. Mit diesem Geld unterstützen die Eisbären soziale Projekte in und um Regensburg. Ja, wir haben auch Studiogäste an der ersten und zweiten Drittelpause zu den Spenden und auch Kinder mit hier eingeladen, die seht ihr dann später. Die Regensburger laufen heute mit einem Sondertrikot auf. Da gibt es mit Sicherheit auch wieder Geld dafür, das wird auch gespendet. Aber Armin, jetzt blicken wir mal zum heutigen Spieltag. Ich würde sagen, wir blicken erstmal auf unsere Gäste aus Bayreuth. Ja, die Gäste, die sind heute nur mit 9 Stürmern und 5 Verteidigern und 2 Torhütern angereist. Wird interessant, wie sie zurückkommen, haben ja jetzt in Land, zu Hause gegen Landshut an 2 wichtige Punkte geholt. Sie kommen schon langsam wieder in Tritt, also wird schwer für die Regensburger. Der Trainer Rich Czernomatz gilt als sehr, sehr harter Hund, hat schon Meisterschaften in der DEL und in der DEL2 geholt. Co-Trainer Marc Vorderbrücken sind ein eingespieltes Team, kennen sich, waren auch schon in Ravensburg. Und ich glaube, Armin, es wird heute schwer für die Regensburger. Die mussten ja in Krefeld nicht verdient, würde ich sagen. Also, sie haben gut mitgespielt in Krefeld, aber mussten da die Punkte in Krefeld lassen, oder? Ja, 4:6 Niederlage in Krefeld. War bittere Pille, die Eisbären mittendrin in einer Aufholjagd, aber letztendlich hat das nicht gereicht. Wobei, man muss schon sagen, also bei allem sportlichen Ehrgeiz, auswärts in Krefeld zu gewinnen, das muss jetzt nicht unbedingt das Ziel des Aufsteigers aus Regensburg sein. Die gute Nachricht, die Eisbären Regensburg haben keine Kranken, keine Verletzten, also hat Trainer Max Kaltenhauser wieder die Qual der Wahl. In der Verteidigung wird André Bühler heraußen bleiben und Lars Schiller. Und im Sturm, da hat ja Max Kaltenhauser gesagt, wir haben 5 ausländische Spieler, ich lasse immer einen zweimal pausieren. Da hat das an diesem Wochenende Topi Piponen den Finnen erwischt, der war am Freitag in Krefeld nicht dabei, ist heute auch hier beim Heimspiel gegen Bayreuth natürlich mit dabei, aber nicht im Eishockey-Dress. Ja, Radi Matusch hat letzte Woche pausiert, hat aber in Krefeld auch gescored, hat ein Tor erzielt, gut gespielt. Ich bin gespannt, wie er sich heute gibt. Ist ja, wechselt sich ja mit Pipon jetzt in der ersten Reihe ab. Und Regensburg, denke ich, wird heute wieder rauskommen wie die Feuerwehr. Wir versuchen, die Bayreuther zu überlaufen und einfach so schnell wie möglich in Führung zu gehen. Das wird die Taktik der Eisbären Regensburg sein. Dann blicken wir auf den heutigen Spieltag in der DL2. Ein Spiel, das ist schon beendet. Bad Nauheim schlägt Krefeld mit 4:1, Regensburg gegen Bayreuth. Dann auch um 17 Uhr die Dresdner Eislöwen gegen die Ravensburg Tower Stars. Dieselbe Wölfe gegen Krimitschau, Landshut gegen Freiburg und die Lausnitzer Füchse gegen die Falken aus Heilbronn. Und ein Spiel ist erst am Montag. Dann blicken wir drauf auf die Tabelle. Regensburg auf Rang 7, Bayreuth, wir haben sie erwähnt, am letzten Tabellenplatz, aber irgendwie, glaube ich, zeigt da die Tendenz nach oben. Wir blicken auf die Spitze, Kassel, Kaufbeuren, Bad Nauheim und nur 4. Krefeld, für mich schon ein bisschen eine negative Überraschung. Heute wieder verloren, scheinbar hat das Spiel am Freitag gegen Regensburg sehr viel Kraft gekostet. Ja, mit Sicherheit, also Regensburg hat da klasse gespielt. Aber was soll es, und das Spiel, wo am Montag stattfindet, das ist übrigens Kaufbeuren gegen Kassel Huskies, wurde ja wegen der Fußball-Weltmeisterschaft da verschoben und da führt Argentinien aktuell 2:0 gegen Frankreich. Dann machen wir weiter mit dem Check der beiden Mannschaften, den Gegnercheck.
40 Punkte, die Eisbären 17 Punkte. Die Gäste aus Bayreuth, Spiele hat Bayreuth ein Match mehr. Siege Regensburg 9 plus 6 in Overtime oder Penaltyschießen. 2 Siege nur in regulärer Spielzeit für Bayreuth. Ja, Niederlagen waren es 11 auf Seiten der Regensburger und 22 auf Seiten der Gäste. Die Tore, ja, Regensburg macht 3,3 Tore pro Schnitt, die Gäste nur 2,2. Und bei den Gegentoren, da sind die Regensburger auch besser, nur 3,2 Stück fangen sie sich im Schnitt ein und unsere Gäste 3,9. Die Überzahl, da ist Regensburg auf Platz 2 in der Liga mit über 30%, hervorragender Wert. Und Bayreuth liegt nur bei 14,6 und auch in Unterzahl, Armin, da sind die Gäste mit 64% nicht gerade das Maß aller Dinge. Strafen, die Gäste 252, Regensburg in Anführungszeichen nur 186 und Schüsse gesamt, da liegt Bayreuth ein bisschen in Führung, haben aber auch ein Spiel mehr. Ja, wir haben jetzt noch 12 Minuten, bis es hier losgeht. Das Spiel wird vielleicht ein paar Minuten später beginnen. Es ist sehr, sehr viel vorbereitet worden. Armin hat es ja gerade angesprochen. Zum Fuck Cancer Day. Es wird ein Video geben. Also wir geben jetzt nämlich ab in die Werbung und dann gibt es ein sehr emotionales Video von den Jungs, von den Kindern und von den Mädchen vom Fuck Cancer Day. Viel Spaß. Ein herzliches Willkommen wieder zurück im Eisbären TV Studio von Spray TV. Ja, 0:0 steht's nach dem ersten Abschnitt und wir haben wieder Gäste da. Armin von der TGW, die haben gespendet. Ja, wir bekommen heute einen 4.000-Euro-Scheck für unsere große Aktion Fuck Cancer Day. Das Geld geht direkt in das Sozialprojekt der Eisbären Regensburg, in das Projekt Arena der Träume. Wir haben hochkarätigen Besuch in unserem Studio. Helmut Assmayer, Geschäftsführer von TGW, auf meiner rechten Seite und Marcel Mayer, Direktor für IT-Realisierung, auf meiner linken Seite. Ihr seid die Firma TGW aus Regensburg. Stellen Sie doch bitte kurz Ihr Unternehmen vor. Ja, die TGW plant und realisiert automatisierte Logistikanlagen für ganz große Player im Markt. Wir machen das weltweit für Unternehmen wie Zalando, wie Puma, wie Decathlon. Wir sind ungefähr 4.500 Mitarbeiter, davon sitzen ungefähr 500 Mitarbeiter in Bayern. Der Schwerpunkt in Regensburg mit ungefähr 300 Mitarbeitern, Regensburg und Teunz in der Oberpfalz, macht Softwareentwicklung in der Nähe von Rosenheim, machen wir auch die Robotik dazu. Wie wichtig ist in eurem Unternehmen soziales Engagement? Wie ist es angesiedelt bei euch? Also das ist ganz interessant zu wissen. Die TGW an sich ist ein Stiftungsunternehmen. Das heißt, der Gründer des Unternehmens, der hat sein gesamtes Unternehmen einer Stiftung geschenkt und hat in der Stiftungsurkunde auch festgelegt, dass 10% des Unternehmensgewinns für gemeinnützige Projekte ausgegeben werden soll. Und da laufen Projekte, die im Wesentlichen zum Ziel haben, junge Leute, Kinder, Jugendliche auf ihrer persönlichen Entwicklung zu helfen, zu unterstützen und Ausbildungsprojekte zu machen. Da laufen viele Projekte in Österreich, in Deutschland, gibt aber auch internationale Projekte. Zum Beispiel in Mexiko gibt es ein Projekt, wo wir Kinder aus armen Familien Ausbildung und Schulbildung ermöglichen. Tolle Firmenphilosophie, wie wir hier in Regensburg finden. Wie kam denn die Verbindung zu den Eisbären, zum sozialen Engagement der Eisbären zustande? Ja, meine ganze Familie ist Eishockey begeistert und über die Verbindung zum Christian Sommerer. Wir haben dann zusammen telefoniert und haben ziemlich schnell festgestellt, dass einfach die Chemie passt und wir sowohl von der TGW als auch von den Eisbären eine Kernkompetenz haben, aber darüber hinaus einfach der Gesellschaft was zurückgeben wollen und das als unseren Auftrag sehen, sowohl von beiden Seiten. Und das hat gleich super gepasst. Ja. Eishockey-begeisterte Familie, das klingt immer gut, das tut unseren Eisbärenohren sehr, sehr gut. Wie haben Sie denn die Spende gesammelt? Wo kam das Geld eigentlich her? Ja, also das ist so, dass wir von Engelbert Strauß, ist ein Kunde von uns, für den bauen wir die wichtigsten Logistikzentren. Und da ist die Idee entstanden, gemeinsam mit dem Kunden zusammen Jacken vom Kunden an unsere Mitarbeiter zu verkaufen und der gesamte Erlös geht sozialen Zwecken zu. Und da haben wir uns auf die Suche begeben, um das Geld in der Region auszugeben. Und zielgenau habt ihr die Eisbären Regensburg und das Projekt Arena der Träume ausfindig gemacht und das Geld gespendet. Verkennzerte der Eisbären, was hat Sie besonders berührt heute? Also besonders berührt, Eishockey ist natürlich eine super Sache, darüber hinaus aber, wenn wir mit dem Geld, was wir jetzt gesammelt haben als TGW in der Arena mit den Spenden,
wenn wir es damit schaffen, den Familien, die von schweren Schicksalsschlägen getroffen sind, wenn wir es da schaffen, ein Stück Normalität in die Familien reinzubringen, auch wenn es bloß für einen kurzen Moment ist, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, die wir tun können, und das geht unter die Haut und berührt mich. Ja. Die Eisbären Regensburg sagen Dankeschön für einen Scheck über 4.000 Euro. Wir verabschieden unsere Gäste kurz aus unserem Studio und haben jetzt noch jemand an unserer Seite, der sich gedacht hat, was TGW kann, kann ich auch fast. Da gibt es einen 2.000 Euro Scheck. Komm bitte zu uns. Dankeschön. Dankeschön. Einmal in die Mitte bitte. Ja, der Thomas von der Metzgerei Dühl. Thomas. Hallo, servus. Du bist ja schon langjähriger Eisbären-Fan und großer Anhänger. Wie kam es bei dir im Sinn für die Unterstützung der Träume zu spenden? Ja, ich sage immer, es ist halt schön, wenn man auch mal geben kann und vor allem in der Weihnachtszeit. Also bei uns in der Metzgerei, das ist so viel Stress und so viel Ding, und das freut halt auch mal dann, wenn man eben das Strahlen im Gesicht zum Beispiel für die Kinder sieht. Das ist halt einfach super. Wie wichtig ist das Engagement, was die Eisbären machen für Arena der Träume, für dich persönlich? Ja, Wahnsinn. Also ich finde das wirklich Wahnsinn, was die Eisbären da machen. Also die Unterstützung ist wirklich brutal, sage ich jetzt einmal. Ja, und der persönliche, emotionalste Moment heute, was war das für dich persönlich? Ja, ich sage jetzt mal einfach, wenn diese Kinder, wenn du diese Werdegänge von den Kindern siehst, jetzt zum Beispiel heute in die Playoffs letztes Jahr, war er noch in der Chemotherapie und jetzt mit Haare und lacht. Und das ist halt einfach was, das nimmt er halt einfach mit. Ne? Berührende Momente heute in der Regensburger Donauarena, aber es geht auch um Sport. Die ersten 20 Minuten sind vorbei. Es gab etliche schöne Szenen, auch wenn es noch 0-0 steht. Ja, 4 Stück haben wir vorbereitet. Recht viel mehr Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Die erste Szene ist ein Schuss an den Pfosten von den Eisbären Regensburg. Thomas, du siehst, hier kommt der Schuss von Keres Turi, müsste es gewesen sein. Der geht da an den Pfosten, Druck der vierten Reihe. Pech da, der Abschluss da von Daniel Pronin. Dann kam ein Schuss von Jakob Weber, den wir vorbereitet haben. An die Blaue da von Xaver Tippmann freigespielt, Abschluss, aber der Goalie hat diesen Puck auch wieder sicher. Dann gab es auf der anderen Seite die Chance, Jeverleinen, der schließt da gut ab, bekommt den Puck außen, nimmt den Schlagschuss, aber auch da der Regensburger Schlussmann Williams sehr gut. Und eine Szene haben wir noch, Bayreuth. Ja, da haben sie kurz festgespielt, im Drittel der Eisbären in den Slot gepasst, Abschluss. Aber auch hier Williams wieder zur Stelle. Das Spiel heute irgendwie auch ein bisschen geprägt vom Fuck Cancer Day. Ja, ich glaube, also irgendwie ist heute so ein bisschen mehr so antasten wie Vollgas. Wenn man jetzt das letzte Mal das Spiel gesehen hat gegen Krefeld, wo rechts, links, Vollgas, Power, 60 Minuten lang. Also das war heute so ein bisschen vorsichtig antasten. Schauen wir mal, was das zweite Drittel bringt. Wir sehen schon, Armin, die Jungs sind schon wieder auf dem Eis. Wir haben noch gut eine Minute, bis das Spiel wieder beginnt. Sagen dir danke, Thomas, fürs Dasein. Bitte. Vielen Dank unseren Sponsoren, unseren Unterstützern für Arena der Träume. Und in der zweiten Drittelpause haben wir noch eine betroffene Mutter und ein betroffenes Kind hier bei uns zu Gast. Da freuen wir uns drauf. Ja, wir sind wieder zurück aus dem Spray-TV-Studio. Spielstand nach dem zweiten Drittel 2-1 für Bayreuth. Wir haben zwei Gäste, die Familie Gleisler-Armin. Erzähl uns was dazu. Ja, ein berührender Tag natürlich heute für die Eisbären. Alles steht unter dem Motto, wir unterstützen das Projekt Arena der Träume. Wir haben viele kranke Kinder oder Kinder, die krank waren, mit ihren Eltern heute eingeladen. Und für ein paar Kinder war das etwas ganz Besonderes. Sie durften zum Beispiel unseren Stadionsprecher Corbinian Held unterstützen. Und zwei Jungs durften auf die Eisfläche. Für sie gab es nämlich einen Spielervertrag. Ja, sowas gibt es mit Zustimmung der DEL2. Bei mir ist jetzt an meiner rechten Seite der Maximilian, an meiner linken Seite ist die Mama, die Andrea. Frau Gleisler, was fehlt dir bzw. fehlt dem Maximilian? Heute Gott sei Dank nichts mehr. Maximilian hat Leukämie gehabt und ist zweimal Stammzellen transplantiert. Gott sei Dank mittlerweile seit 5 Jahren krebsfrei.
Das ist wunderbar. Also ihm fehlt im Moment nichts mehr. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Für viele Kinder heute ein berührender Tag, aber ich glaube auch für die Eltern. Auf jeden Fall. Ich finde diese Aktionen für die Kinder einfach spitze. Das gibt so viel Kraft, die Kinder, und Aufschwung und einfach Mut zum Weitermachen. Und ist einfach ein Highlight für die Kinder. Dankeschön. Wir kommen zu Maximilian. Maximilian, du hast mir eins voraus. Ich bin noch nie mit der Eisbärenmannschaft eingelaufen. Du warst heute ein Spieler mit Vertrag. Wie war's? Also ich fand es richtig toll und auch, dass die Eisbären dass sich die Eisbären dafür Zeit nehmen und dass die da so mit Lust und Freude hingegangen sind. Jetzt steht es 2-1 für Bayreuth. Was sagst du denn zum Spiel? Wie schlagen sich deine Mannschaftskameraden? Also ich glaube eigentlich gut, aber Bayreuth, die haben das einfach nur durch die Strafzeit und durch die Prügeleien, die es da gegeben hat, weil bei uns so viele Strafzeiten waren. Also wir sehen, wir haben einen ganz kompetenten Spieler, wenn es am Schluss eng wird. Für die Eisbären werden wir den Maximilian natürlich ins Gefecht schmeißen und er wird dann vielleicht das goldene Tor erzielen. Bevor es weitergeht mit den entscheidenden Szenen, eine gute Nachricht, Marco, für Arena der Träume. Bernhard Lauerer hat sich gerade gemeldet, wir sollen ihm die Kontonummer per WhatsApp durchgeben. Er möchte 1000 Euro für Arena der Träume spenden. Wir sagen Dankeschön, durchaus nachahmenswert. Aber jetzt, Maximilian und Andrea, kommen wir zum Sportlichen. Marco, bitte. Ja, bevor wir zum Sportlichen kommen, von mir natürlich auch nochmal danke fürs Dasein und danke, Herr Lauerer, für die Spende. Es tut wirklich gut und jetzt schauen wir mal die Szenen an. Wir beginnen mit dem Treffer für Bayreuth, Wille Järveleinen mit dem 1-0. Guter Schuss da, Williams nach außen, eigentlich super pariert, aber Querpass durch den Slot und Järveleinen. Ich helfe dir. Ja, ein bisschen gerührt durch das Ganze. Da kann man mal einen Namen nicht so gut aussprechen. Dann geht's weiter. Thomas Schwamberger. Chance für die Eisbären Regensburg. Er kämpft sich die Scheibe hinter dem Tor, bekommt den Puck im Slot zugespielt und trifft das leere Tor nicht. Ja, sollte Regensburg drin sein. Sollte eigentlich drin sein. Dann gab es aber in der nächsten Szene das 1-1. Torschütze Corey Trivino in Überzahl. Stark freigespielt von Captain der Regensburger, von Nikola Gajowski hinter dem Tor. Trivino nimmt den Puck mit dem Schlittschuh mit und haut ihn dann am Schoner von Helversen vorbei zum zwischenzeitlichen 1-1 Ausgleich. Die nächste Szene für Bayreuth, Chance für die Tigers. Abschluss von Järveleinen, Puck springt da. Williams nimmt die Fanghand drauf, da hätte es auch eine Strafzeit gegen Regensburg geben können. Schläger im Gesicht eines Bayreuther Spielers, aber nicht gesehen von den Schiedsrichtern. Und dann gab es die Spieldauerstrafe. Armin, wie hast du das gesehen? Blick du mal drauf, du siehst das erste Mal im Replay. 5 plus Spieldauer für Patrick Demetz. Pah. Also das ist wirklich knifflig zu entscheiden. Die Schiedsrichter haben dann Videobeweis angefordert, aber ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass hier Patrick Demetz das Bein stehen lässt. Er fährt nach vorne, der Gegenspieler hakt ein. Also ich setze die Vereinsbrille ab, ich würde sagen, kein Foul, einfach meine Meinung, aber die Schiedsrichter haben anders entschieden, muss man respektieren. Und dann gab es aus dieser Überzahl, die 5 Minuten beträgt, das 2-1 für Bayreuth. Gewühlt auf dem Tor, Scheibe springt da ganz glücklich bei Kretschmann. Wir sehen sie aus der Hintertorperspektive an den Schlittschuh. Und dann schlägt er ihn mit dem Schläger noch rein ins Tor. Bayreuth führt jetzt mit 2-1, haben jetzt noch Überzahl und da muss Regensburg aufwachen, um hier in dieser Partie noch erfolgreich das Eis verlassen zu können. Dankeschön fürs Dasein bei uns im Studio. Armin, danke dir. Ich gebe ab in die Werbeunterbrechung und wir hören uns dann gleich wieder live im Stadion.